So, hey Leute und willkommen zum neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist MashState und heute geht es mal um die neuen Level 10er Waffen und ob sie sich lohnen. Zuerst einmal aber vielen, vielen Dank für die vielen netten Kommentare unter meinem letzten Video und auch natürlich vielen Dank für die ganzen Bewertungen. Vielen Dank, Leute. Damit wir aber keine weitere Zeit verschwenden, kommen wir mal zu den Level 10er Waffen. Oftmals werde ich nämlich gefragt, ob ich die schon alle habe und dabei reden wir natürlich nicht über die normalen Level 10er Waffen, sondern die neuen Versionen davon. Es gibt ja die normalen Level 10er Waffen, das wären dann zum Beispiel die Martini Henry für den Speer, die Hellriegel für den Sturmi, die Huard für den Munimenschen und die 1906 für den Sunny. Mit dem letzten Patch kamen dann aber auch noch neue Versionen davon dazu, also eben eine neue 1906, eine neue Hellriegel, eine neue Martini und eine neue Huard und naja, diesem Grunde dieselben Waffen, nur haben sie eben andere Aufsätze dabei. Die Hellriegel Defensiv hat dann also in der neuen Version ein größeres Magazin, ein Visier und ein Zweibein. Die Selbstlader 1906 Scharfschütze hat ein großes Scharfschützenvisier dabei und hat auch natürlich das Zweibein. Bei der Huard Optik gibt es auch ein Visier, aber statt dem Zweibein, das man jetzt ja bei der normalen Huard hatte, gibt es hier einen Griff. Zu guter Letzt gibt es jetzt ja noch die Martini Henry Scharfschütze und hier gibt es natürlich auch wieder ein großes Scharfschützenvisier und das Zweibein. Die Hauptdaten aller Waffen sind aber wirklich nicht großartig anders als die von den normalen Waffen, das heißt die Martini Henry Scharfschütze macht denselben Schaden wie die Infanterieversion. Auch hat sie dasselbe Magazin, also die Magazingröße ist dieselbe, die Nachladezeit ist auch dieselbe und so weiter. Und so sieht's natürlich auch bei den meisten anderen der neuen Waffen aus. Unterschiede gibt es natürlich aber trotzdem manchmal, zum Beispiel ist die Hellriegel defensiv mit einem 120-Schuss-Magazin am Start, die normale hat nur ein 60-Schuss-Magazin. Außerdem ist die Präzision der defensiven Version höher und natürlich hat sie auch ein bisschen weniger Rückstoß, wenn man das Zweibein nutzt. Ohne aufgestelltes Zweibein wirkt die normale Hellriegel aber etwas einfacher zu kontrollieren, aber wie gesagt, die mit dem Zweibein ist abartig genau, wenn man das Zweibein eben aufgestellt hat, selbst wenn man einfach nur reinsprayt und den Rückstoß nicht kontrolliert. Weiter geht es zur Selbstlader 1906, dort ist der Unterschied wie gesagt erstmal das Visier und natürlich auch wieder das Zweibein. Wenn das Zweibein aufgestellt ist, dann ist die Waffe auf jeden Fall extrem genau und hat so gut wie keinen Rückstoß. Aber anders als bei der Hellriegel finde ich nicht, dass die neue Version mehr Rückstoß hat, wenn man kein Zweibein aufgestellt hat. Es wirkt vielleicht so, als hätte man mehr Rückstoß, weil natürlich ein großes Visier dabei ist, also der Zoom ist sehr hoch. Aber auf jeden Fall lassen sich beide Waffen sehr gut spielen und naja, sehr ähnlich gut spielen, sagen wir mal so. Die neue Huard Optik hat wie angesprochen kein Zweibein mehr, so wie die alte, also die normale Huard, sondern einen Griff. Dafür gibt es jetzt aber auch noch ein Visier mit größerem Zoom als bei der normalen Huard. Was ich vorhin zum Zweibein und der Genauigkeit von den anderen Versionen erzählt hatte, das ist hier natürlich genau andersrum. Also die normale Huard hat das Zweibein, ist also genauer und hat weniger Rückstoß als die neue, wenn das Zweibein aufgestellt ist, denn die neue hat ja gar kein Zweibein. Ohne das Zweibein aufgestellt spielen sich aber beide sehr ähnlich. Ganz am Ende der Liste ist jetzt auch noch die neue Martini Henry. Mit dem großen Scharfschützenvisier ist das natürlich eine richtige Sniperwaffe geworden und das Zweibein kann beim Zielen helfen. Da sich die technischen Werte der Martini Henry Infantry und der Martini Henry Sniper aber absolut gar nicht irgendwie unterscheiden, spielen sich beide wirklich identisch, bis auf den Unterschied des Visiers versteht sich. Wenn man das Zweibein aufgestellt hat, dann ist natürlich auch hier der Rückstoß der Waffe sehr viel geringer und die Waffe wird nach dem Schuss auch schneller zum Ursprungspunkt zurückfinden. Das sind also die Fakten, aber lohnt es sich jetzt diese neuen Waffen freizuschalten? Die Freischaltung ist ja bekanntlich sehr umständlich, zumindest kann es bei manchen Waffen ziemlich lange dauern, denn zum einen braucht man natürlich 300 Kills mit der normalen Level 10er Waffe, also bei der Martini Henry Scharfschütze braucht man dann in diesem Fall 300 Kills mit der normalen Martini Henry und diese 300 Kills können ja natürlich an sich schon ziemlich lange dauern, je nachdem wie sehr man auf Kills spielt oder einfach generell welchen Modus man spielt, denn das hängt natürlich auch davon ab, aber zu diesen 300 Kills mit den entsprechenden Waffen kommt auch noch eine zusätzliche weitere Aufgabe. Bei der neuen Martini Henry braucht man dann zum Beispiel noch 25 Bajonettkills, bei der neuen Sunny Waffe, also der 1906, braucht man zusätzlich Granatwerferkills, bei der neuen Huard müssen Haftminenkills gemacht werden und für die neue Hellriegel braucht man jetzt noch ein paar Minenkills. Ich habe bisher auch nur zwei der vier Waffen freigeschaltet und das sind in diesem Fall bei mir die Huard und die Martini Henry. Die anderen beiden Waffen haben mich jetzt generell nicht so interessiert, zwar will ich sie auch irgendwann nochmal freischalten, aber was mich aktuell so ein bisschen stört, sind die Zusatzaufgaben. Der Sunny muss ja in diesem Fall Granatwerferkills machen, um die neue Waffe zu bekommen.
Da fragt man sich natürlich so ein Stück weit, warum. Ich meine, könnte man nicht irgendwelche sinnvolleren Aufgaben finden, als eine, die dem Sunny eines der Teamplay-Gadgets wie Spritze oder Heilungszeug wegnehmen? Ich denke, da wäre einiges mehr drin gewesen, als, naja, Granatwerfer-Kills. Naja, egal. Abseits von den Aufgaben habe ich natürlich auch schon davor in der CT alle der neuen Waffen gespielt und das schon lange bevor sie rauskamen. Da musste man sie nämlich zum Glück nicht freischalten und ehrlich gesagt fand ich die gar nicht so schlecht. Hinsichtlich der doch sehr zähen Aufgaben stellt sich natürlich aber trotzdem am Ende die Frage, ob es sich lohnt. Vor allem, wenn man die neuen Waffen gar nicht vorab getestet hat. Ich würde generell sagen, dass es sich nicht lohnt. Zumindest für die neue Sunny-Waffe und die neue Sturmsoldaten-Waffe. Der Grund dafür ist, dass die normale Hellriegel ja eh schon 60 Schuss im Magazin hat und verglichen zur neuen sogar genauer ist, zumindest wenn man das Zweibein nicht benutzt. Und ich persönlich bin einer der Spieler, der das Zweibein so gut wie nie nutzt, von dem her finde ich das auch nicht so interessant. Das größere Magazin bei der neuen Hellriegel ist zwar ganz cool, aber braucht man wirklich nochmal 60 Schuss obendrauf? Ich denke nicht, zumindest wenn man halbwegs ordentlich zielt, dann sind die 60 Schuss in der normalen Hellriegel schon extrem gut zu verwerten. Wenn ihr natürlich gerne mit Waffen spielt, also jetzt generell gesehen, die ein Zweibein haben, dann ist die neue Hellriegel vielleicht doch den Grind wert. Bei der neuen Selbstlader 1906 finde ich auch nicht, dass es sich lohnt, denn ich spiele ja schon die normale Version so gut wie nie. Dadurch, dass man so wenig Schuss im Magazin hat und auch noch diese komische Klappe nach oben kommt und kurzzeitig die Sicht versperrt, wenn die Waffe leer geschossen ist, finde ich sie einfach so ein bisschen abschreckend. Sie macht aber trotzdem teilweise wirklich sehr viel Spaß, weil sie natürlich was ganz Eigenes mit sich bringt. Am Ende gibt es aber dann aber so gut wie immer eine andere alternative Waffe, die mir irgendwie besser gefällt und deshalb spiele ich so gut wie nie mit der 1906 und natürlich denke ich von dem her, dass zum Beispiel die Sniper-Version mit großem Visier dann auch nicht unbedingt interessanter wird. Zumal, ich habe sie in der CTE gespielt und ich fand sie nicht so prickelnd, also von dem her lohnt es sich für mich nicht. Etwas anders sieht es da aber bei der neuen Huot aus, denn durch das Linsenvisier finde ich die doch ganz nett geworden. Ich habe sie in der CTE gespielt und ich habe sie jetzt auch im normalen Spiel freigeschaltet, weil ich sie ganz gut fand. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir die Huot mit Visier ein Stückchen besser gefällt als die ohne Visier. Das bringt nämlich nochmal so ein bisschen den Charakter der Waffe zum Vorschein, denn die Huot ist ja keineswegs eine, naja, Rambo-LMG zum einfach reinrennen. Dafür ist die Time to Kill leider so ein bisschen zu hoch und mit dem Visier wird einem das automatisch nochmal ein bisschen bewusster, denn man hält sich automatisch durch ein größeres Visier, zumindest geht es mir so, ein bisschen mehr von den Gegnern entfernt, wenn man das so sagen möchte. Das heißt, ich gehe halt eben nicht komplett rein wie so ein Rambo, sondern versuche auch gerne mal auf Distanz was zu machen und mit dem Visier geht das ja auch ein bisschen besser. Die neue Martini Henry wollte ich alleine schon deshalb, weil ich die normale Version der Martini Henry so gern spiele. Zwar ist die Martini Henry keineswegs eine Long-Range-Sniper aufgrund des niedrigen Sweet-Spots, aber ich finde sie dennoch ganz cool, um mal so ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Persönlich würde ich also wirklich nicht sagen, dass sich alle der neuen Waffen lohnen. Wenn ihr aber bereits die erste Version einer Waffe cool fandet, dann kann sich natürlich auch die zweite Version für euch lohnen und ich denke, genau daran würde ich mich so ein bisschen richten. Wie sieht's denn eigentlich bei euch mit den neuen Waffen aus? Also habt ihr schon irgendwelche dieser neuen Level 10er Waffen freigespielt? Und wenn ja, findet ihr im Nachhinein, dass sich der Grind gelohnt hat? Und falls ihr noch nicht so weit gekommen seid und noch keine der neuen Waffen freigespielt habt, dann hoffe ich, dass ich euch bei der Entscheidung so ein bisschen helfen konnte. Ansonsten war es das aber auch schon wieder für heute, denn das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn das so der Fall war, dann würde ich mich jetzt noch riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, ein Abo dazulassen. Also dann Leute, das war's wie gesagt schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.